NIO präsentiert eine Elektrolimousine mit 1000 Kilometern Reichweite. Unglaublich, gleich mehr dazu. Sono Motors lässt was von sich hören und stellt einen neuen Prototypen des Sion vor. Und es gibt noch eine kleine Überraschung. Es gibt neue Bilder, die einen guten Ausblick geben auf die Serienversion des Hyundai Ioniq 5. Meiner Meinung nach eines der coolsten Elektroautos. Vorsicht vor dem Schuder Billig-Elektroauto aus China, denn laut ADAC ist der ein deutliches Sicherheitsrisiko. Und Renault stellt seine neue Mobilitätsmarke Mobilize vor. Und auch ein neues Carsharing-Elektroauto EZ1, das ich mir ja schon so lange für die Stadt gewünscht habe. Also viele coole Neuigkeiten jetzt hier für euch in den Elektroauto-News. Und die werden präsentiert von Smoopy, die Ladeschranklösung. Was das ist, erkläre ich euch gleich. Jetzt geht's aber los mit den News. NIO ist eine richtig interessante Marke, also NIO, und man könnte es auch als das Tesla aus China bezeichnen. Sie haben einen NIO Day wieder abgehalten wie jedes Jahr und haben ein neues Elektroauto vorgestellt, das mit einer Feststoffbatterie und einem Akkuwechselsystem dann Reichweiten bis 1000 Kilometer erreichen soll. Es ist eine Elektrolimousine. Sie heißt ET7. Ja, klingt jetzt nicht so spektakulär und kommt auch erst Anfang 2022, obwohl das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Und die Spezifikation klingen fast zu gut, um wahr zu sein. Also es ist die erste Limousine des chinesischen Herstellers. Sie sind ja in der Vergangenheit eher im SUV-Bereich unterwegs gewesen und man kann sie ab sofort über die NIO-App bestellen, allerdings nicht in Deutschland, nur in China. Das Akkuwechselsystem ist in der Form, wie es NIO macht, weltweit einzigartig und soll NIO-Fahrern im Alltag dann eben natürlich Ladevorgänge ersparen, weil man ja einfach den Akku austauscht. Bis Ende des Jahres will der Hersteller in China 500 solcher Ladestationen installiert haben. Sie haben auch schon einige. Und die können jeweils 321 Akkupakete pro Tag tauschen. Da geht also schon ordentlich was. Und der Tauschvorgang, der geht richtig schnell. In weniger als 3 Minuten habt ihr praktisch wieder einen vollen Akku. Der NIO ET7 kommt mit 3 verschiedenen Akkuausstattungen. Und die, und das ist interessant, basieren alle auf der Feststoffbatterie. Ihr müsst euch vorstellen, gerade im Batteriebereich passieren so viele neue Technologien, so viele neue Innovationen. Und die Feststoffbatterie ist praktisch nach der Lithium-Ionen-Batterie, die man so hauptsächlich kennt, eigentlich so der neue Durchbruch. Ja. Und ich habe bisher noch von keinem Hersteller konkrete Pläne gehört. Also die planen alle in diese Solid-State-Batteries, Feststoffbatterien reinzugehen, aber noch kein konkretes sozusagen Veröffentlichungsdatum. Und da ist NIO jetzt, so wie ich das sehe, einer der ersten, die jetzt praktisch eine Feststoffbatterie schon für das nächste Jahr ankündigen. Was ist denn so besonders? Die haben eine richtig hohe Energiedichte von bis zu 360 Wattstunden pro Kilogramm. Wenn man das jetzt mal mit einem Tesla Model 3 vergleicht, da haben die Akkus 260 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist also deutlich mehr. Damit hätten also die NIO-Batterien schon rein rechnerisch eine Reichweitensteigerung um rund 40%. Also da passiert hier wohl jetzt ein neuer Durchbruch. Ich werde da für euch dranbleiben an dem Thema. Und das kleinste erhältliche Akkupaket mit 70 Kilowattstunden Energieinhalt hat eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Das kann man relativ mit dem vergleichen, was auch Tesla bietet an Reichweiten zu Kilowattstunden. Interessanter wird es aber, wenn wir auf die größeren Akkupakete schauen, die dann eben NIO verbauen will. Haben sie ja schon fix eingeplant. Und hier spielt eben die kompaktere Bauweise der Batterien die Vorteile aus. Weil einfach nur Batterien größer machen bringt ja auch nichts. Die müssen ja auch irgendwie da untergebracht werden. Es passt also eben mehr Leistung in die gleiche Bodengruppe. Die Batterien sind ja immer so am Boden unten montiert. Und entsprechend will NIO ein Akkupaket mit 100 Kilowattstunden anbieten, kennt man schon. Und das reicht dann schon für 700 Kilometer. Und jetzt kommt's, ein Akkupaket mit 150 Kilowattstunden soll auch noch kommen. Und das erreicht dann eben die 100 Kilometer. Das muss man natürlich sagen, das sind natürlich nicht WLTP-Werte. Wir kommen hier dann vielleicht auf 700, 800, aber hey! Und beim Antrieb setzt NIO auf 2 Elektromotoren, also es gibt einen Allradantrieb, der ordentliche Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden ermöglicht. Er geht auch über die 200 km/h raus. Ja, und über das Design kann man natürlich streiten, jeder hat seine eigene Meinung. Ich finde den total schick und sportlich modern. Max aus meinem Team hat sich direkt in das Fahrzeug verliebt. Ja, und dabei gehört der ET7 sogar noch zu den größeren Limousinen. Er ist fast 5,10 Meter lang und nahezu 2 Meter breit und damit sogar ein bisschen größer als das echt schon große Tesla Model
S. Und bei der Steuerungstechnik kooperiert NIO dann mit Nvidia. Kennt ihr, einer der wichtigsten Grafikkartenhersteller und verspricht auch richtig schnelle Rechenleistung. Auch das Infotainment läuft über ein 12,8 Zoll großes Display in der Mitte der Armaturentafel mit dann diesem wirklich süßen Nomi-Bediensystem mit einer künstlichen Intelligenz. Nachhaltige Sitze gibt es als Option aus Rattanfasern, aber auch vollklimatisierte Massage-Ledersessel, wer das braucht. Das Soundsystem kommt aus 23 Lautsprechern mit 1000 Watt, also da habt ihr richtig Spaß dabei. Und ja, ab Anfang 2022 kommt er dann. Für das Basismodell mit dem kleinsten Akku zahlt man ca. 56.000 Euro Kaufpreis. Man kann es auch mieten, dann zahlt man nur 48.000 und dann eben noch 190 Euro monatlich für die Batteriemiete. Wie das dann in Deutschland aussieht, kann ich euch nicht sagen. Das sind natürlich nur umgerechnete Preise aus China. Das kann man nicht auf 1:1 auf Deutschland übersetzen. Auch die Fahrerassistenzsysteme werden vermietet. Wer also alle verfügbaren Systeme aktiviert haben will, muss ungefähr 90 Euro Mietkosten pro Monat dafür auch nochmal einplanen. Und dieses System wird dann natürlich Stück für Stück um autonome Fahrfunktionen erweitert. Puh! Richtig coole neue Sachen. Schreibt mir mal unterhalb des Videos, wie findet ihr das Design? Wie gefällt euch das? Findet ihr es überhaupt gut, dass man so, ja, groß geht mit 150 Kilowattstunden und dann 1000 Kilometer Reichweite? Oder ist es nur, um zu zeigen, ja, Elektroautos können so weit fahren, aber am Ende kaufen es die wenigen? Was ist eure Meinung auch zu diesem Batterietauschsystem? Schreibt mal unterhalb des Videos in die Kommentare. Endlich was Neues von Sono Motors und dann gleich richtig. Sie haben nämlich auf der digitalen CES, die größte Consumer Electronic Messe der Welt in Las Vegas, den neuen Prototyp des Solar Minivan Sion vorgestellt. War natürlich alles komplett digital, aber es gab auch noch eine Überraschung. Und zwar haben sie tatsächlich einen Auflieger für LKWs vorgestellt, der eben Photovoltaik-Panels hat. Also praktisch LKW-Auflieger mit Solarpanelen. Total cool, weil sie wollen ihre Solartechnologie auch noch in viele andere Fahrzeuge bringen. Und natürlich gab es den zweiten Prototypen des Sion. Ja, und da sind auch schon einige für die Serienfertigung vorgesehene Teile verbaut, haben sie gesagt. Also die Komponenten stammen dann laut Sono Motors, die jetzt in dem zweiten Prototypen verbaut sind, entweder von Serienzulieferern oder es sind seriennahe Bauteile. Und dazu gehören zum Beispiel die elektrische Antriebseinheit, das Fahrgestell, auch die Hauptkontrolleinheit, also wirklich ganz wichtige Herzstücke sind jetzt wohl schon seriennah. Außerdem seien alle geraden und gewölbten Außenteile des Fahrzeugs mit Solarpanelen versehen. Und das finde ich ja absoluter Wahnsinn, oder? Also Solarpaneele im gewölbten, total genial. Ja, und der neue Prototyp zeigt dann auch eben den großen Fortschritt der Entwickler auch bei der Software. Also bei der Sono App und dem Infotainment geht es wohl voran. Die Bordkontrolleinheiten für die Serienfertigung, die kommunizieren schon. Also mit der App und dem Infotainment. Und damit kann man schon jetzt richtig viel machen, sagen sie. Zum Beispiel eben das Live-Tracking der Solarenergie. Ist ja ganz wichtig. Wie viel Strom kommt denn rein über die Solarpaneele? Auch der schlüssellose Zugang funktioniert. Das Öffnen der Ladeklappe oder eben auch die Kontrolle der Temperatur. Aber auch die Lichtstimmung im Innenraum kann man wohl schon kontrollieren. Das hört sich alles erstmal ganz gut an. Sono Motors hat deutlich gemacht, dass eben die entwickelte Solartechnik, ja, wie ich schon erwähnt habe, eben wie man es am LKW sieht, natürlich auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen soll. Da seht ihr es ja mit diesem Auflieger für die LKWs, das ist also nur ein Beispiel. Das heißt also, Sono Motors kann also neben der Produktion der eigenen Fahrzeuge auch diese Solartechnologie sozusagen in andere Anwendungsgebiete bringen. Ja, also zeigt die nächste Stufe der Technologie, für die es eben dann verschiedene mobile Anwendungsmöglichkeiten gibt. Jona Christians ist der Mitbegründer und aktuell Chief Executive Officer, so heißt die Funktion, von Sono Motors. Er ist ganz begeistert und sagt Folgendes. Wir haben einen Weg zur Bereitstellung nachhaltiger, kostenfreier Energie über verschiedene Transportformen hinweg gefunden, indem sie eben, also sie sagen, indem wir den traditionellen Lackierprozess eben durch diese integrierte Solartechnologie ersetzt haben. Das müsst ihr euch vorstellen. Also es wird nicht mehr lackiert, dafür die Solartechnologie, weil alle mal sagen, das ist doch viel zu teuer. Aber nein, da die Solartechnologie von Sono eben preiswerter, leichter und viel effizienter als so herkömmliche Glassolarzellen ist,
bin ich sehr gespannt auf die potenziellen Nutzungsmöglichkeiten, sagt er, die dann eben mit dieser unglaublichen Flexibilität dann einhergehen. Klingt alles natürlich jetzt noch ein bisschen nach Zukunft, aber sie zeigen ja auch schon, wie es aktuell aussehen kann mit diesem LKW-Auflieger. Das ist doch schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Der Sion soll nach mehreren Verzögerungen dann 2022 dann in Serie gehen. Und Sono Motors verspricht zum Preis ab 25.500 Euro dann 255 Kilometer Reichweite und mit Hilfe der, habe ich ja schon erwähnt, in der Karosserie integrierten Solarzellen sollen sich täglich ungefähr 30 Kilometer sammeln lassen. Also einfach Elektroauto stehen lassen, 30 Kilometer am nächsten Tag mehr mitnehmen. Klingt doch eigentlich ganz gut. Wie sieht es bei euch aus? Sind ja viele von euch, die Sono Motors lange begleitet haben und dann teilt sich es irgendwie. Die einen sind total enttäuscht, weil es nicht richtig so weiterging, wie sie es gewünscht haben. Die anderen sind immer noch dabei. Schreibt doch mal bitte in den Kommentaren unterhalb des Videos, wie steht ihr zum Unternehmen? Ich freue mich ja, dass es da jetzt mal in guten Schritten vorangeht. Man hört immer eine Zeit lang nichts, dann hört man wieder was, aber das ist wohl ganz normal. Ich freue mich eigentlich erstmal darüber, muss ich euch sagen. Es wird Zeit für eine neue Elektroautomarke, die aber einen ganz bekannten Namen trägt. Ja? Hyundai bringt in diesem Jahr das erste von mindestens drei neuen Elektroautos der Ioniq-Reihe auf den Markt. Also ihr müsst wissen, Ioniq ist ja bisher ein Fahrzeug von Hyundai gewesen, der Hyundai Ioniq. Super beliebt, ja, auch wirklich ein tolles Fahrzeug zu einem guten Preis. Jetzt hat sich Hyundai entschieden, habe ich auch schon berichtet im letzten Jahr, dass sie aus Ioniq eine ganze Elektroautomarke machen. Und der erste, der wird der Ioniq 5 und der feiert schon im nächsten Monat seine Weltpremiere. Also im Februar gibt es da hoffentlich jetzt endlich mehr News dazu. Aber jetzt gibt es drei Teaserbilder des Serienfahrzeugs und ich muss euch ehrlich sagen, guckt euch das an. Ich finde den echt geil. Von vorne sieht der doch wirklich top modern aus mit dieser durchgehenden Leiste, ne? Zwischen Schürze unten und der Motorhaube oben. Aber auch von hinten sieht er richtig cool aus. Und man sieht es ein bisschen von der Seite hier an der Felge. Mir gefällt das Auto echt gut, wenn der wirklich so auf die Straße kommt. Wer weiß, vielleicht wird es das nächste Robin-TV-Mobil. Ja, der Hyundai Ioniq 5 oder Ioniq 5 wird bezeichnet als Crossover Utility Vehicle. Ist ja so der neue Trend. Ist nicht ganz SUV, aber nicht ganz Kompaktwagen, irgendwas dazwischen. Und das erste Modell eben auf der neuen Architektur Electric Global Modular Platform, kurz EGMP. Und das Besondere ist, es ist eine 800 Volt Technologie. Bisher laufen praktisch eigentlich die Fahrzeuge, die man kennt, eher auf 400 Volt. Und das, ja, müsst ihr euch jetzt gar nicht unbedingt merken. Ihr müsst euch eigentlich im Prinzip nur ganz grob merken, mehr Volt bedeutet stärkere Leistung. Das heißt also, man kann da deutlich schneller laden. Zumindest sagt es Hyundai so. Die genauen Werte sagen sie leider noch nicht, aber sie sagen, an Schnellladesäulen ist in 5 Minuten Energie für eine Reichweite von 100 Kilometer. Drin, ne? Also dann mit 10 Minuten wären es dann 200 Kilometer, wenn man so rechnen kann, das kommt dann wieder mit Ladekurven und sonst was irgendwie drauf an, aber 800 Volt, sie wollen das wohl ordentlich nutzen und da wohl richtig knackig schnell reinladen. Ja, das finde ich richtig gut. Und jetzt kommt nochmal ein Hammer, sie haben tatsächlich eine bidirektionale Ladefähigkeit auch in den Ioniq 5 eingebaut, also Vehicle to Load, kurz V2L. L heißt das dann. Das heißt also, sogar externe Geräte können über die Batterie des Ioniq 5 betrieben werden. Ja, ihr seht's, hier kann man einen Stecker reinstecken und dann kann man auch nochmal schön in den Wald gehen und nochmal schön im Wald den Elektroofen anschließen und sich noch was grillen oder sowas. Also das finde ich schon irgendwie verrückt. Da kann man sich ja alle möglichen Anwendungsgebiete vorstellen. Auch viele, die den Sion von Sono Motors bestellt haben oder vorbestellt, vorreserviert haben, haben so eine Hoffnung, da ist ja auch eine Steckdose dran, dass sie dann eben mit der Steckdose dann auch unterwegs praktisch eine richtig große Energiemenge dabei haben. Und dann kann man sich ja alles Mögliche vorstellen, was man da alles an eine Steckdose anschließt. Ja. Kann man also praktisch überall richtig ordentlich Strom zapfen. Und der Designchef der Marke, das ist der Herr Sang-Yup Lee, der sagt zum Ioniq 5 Folgendes. Er sagt, das innovative Design erinnert an unser ikonisches Modell Pony oder Pony, das die Design-DNA von Hyundai begründet hat.
Also der Innenraum ist aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt und er sagt, das unterstreicht also das Engagement von Hyundai oder dann der neuen Marke IONIQ, den Menschen neue nachhaltige und fortschrittliche Mobilitätslösungen anzubieten. Ja gut, das klingt jetzt erstmal ein bisschen geschwollen und sie wollen natürlich jetzt erstmal mit dem IONIQ in diese neue Ära starten. Hyundai hat ja auch schon mit dem Kona Elektro wirklich ein tolles, sehr beliebtes Elektroauto auf dem Markt und wie gesagt auch mit dem IONIQ selbst, das ist ja auch ein Fahrzeug, zwei wirklich gute Fahrzeuge auf dem Markt. Sie gehören ja auch mit Kia zusammen. Den Kia gibt es auch als e-Niro, so ähnlich wie der Kona und auch Kia e-Soul zum Beispiel. Also sie haben da schon einige Erfahrungen gemacht und haben offensichtlich gemerkt, komm, wir machen das jetzt alles nochmal von Grund auf neu und dann richtig mit einer neuen Elektroautomarke. Total cool. Also sie starten jetzt eben mit diesem IONIQ 5 in diese Neugründung dieser Marke. Ja, und sagen hochtrabend, es soll die Beziehung zwischen Menschen und Fahrzeugen neu definieren. Das, man muss ja jetzt auch nicht übertreiben, aber es sieht auf jeden Fall nach einem coolen Auto aus. Und der hat auch eine gute Reichweite. Es wird so auf rund 450 Kilometer Reichweite kommen und hat auch einen ordentlichen Motor, 230 kW. Mit dem kommt er dann in 5,2 Sekunden von 0 auf 100. Also der ist auch noch richtig sportlich, der sieht nicht nur sportlich aus. Und direkt nach der offiziellen Vorstellung im Februar noch soll dann der IONIQ 5 auch bei uns reserviert werden können. Die Preise stehen leider noch nicht fest, aber es wird wohl angepeilt, dass im Sommer 2021 der dann schon ausgeliefert wird. Da können wir uns also freuen. Gut, Sommer 2021 heißt im Elektroautobereich wahrscheinlich eher Herbst oder Winter 21, aber hey, das ist ja noch in diesem Jahr. Fände ich gut. Schreibt mal, ob ihr auf den wartet, weil viele haben mir schon geschrieben, als ich den ID.3 vorgestellt habe, mein neues Auto, und gefragt habe, was könnte denn als nächstes kommen, haben viele gesagt, den IONIQ 5. Ich habe mir das genau gemerkt und das habe ich jetzt abgespeichert im Hinterkopf. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Smopi, die Ladeschranklösung. Das ist ein zentraler Ladeschrank, der in den Betriebsraum kommt, ist also komplett gesichert mit kompletten Last- und Lademanagement. Und da könnt ihr dann modular erweiterbar verschiedene Ladepunkte anschließen. Die sind auch vandalismussicher, schön kompakt. Und durch diesen ganzen modularen Aufbau dieses Systems ist also eine späte Erweiterung der Anlage jederzeit möglich. Die Anlage bietet einen hohen Sicherheitsstandard, ist sogar komplett störungs- und wartungsarm. Also perfekt für Wohnungseigentümergemeinschaften, die zum Beispiel in der Garage mehrere Ladepunkte machen wollen. Arbeitgeber zum Beispiel für das Team, Restaurants, Hotels, also alle die können sich hier für Smopi interessieren. Lukas Schlipf und sein Team haben wirklich eine großartige Lösung entwickelt und dank der tollen Kooperation mit RobinTV spart ihr dauerhaft 10% auf die monatliche Gebühr. Sagt einfach den Code RobinTV bei der Anfrage und dann bekommt ihr diese Vergünstigung. Ich finde es super, schaut euch das mal an. Der ADAC hat einen Crashtest mit dem günstigen chinesischen Elektroauto Shuda oder auch Suda SA01 gemacht und der ADAC ist entsetzt. Das billige E-Auto ist im ADAC Crashtest absolut durchgefallen. Die Insassen dürften im Falle eines Unfalls erheblich verletzt werden und das Fahrzeug hat auch gar keine Airbags, kein elektronisches Stabilitätsprogramm, also kein ESP, auch keine Gurtstraffer. Wie geht das? Das ist durch diese vereinfachte Typgenehmigung möglich, weil sie in Kleinserie verkaufen. Das Elektroauto des chinesischen Herstellers ist seit Ende 2020 in Deutschland erhältlich und kostet abzüglich der Förderungen nur 10.390 Euro. Aber im Crashtest des ADAC schlugen beim versetzten Frontaufprall mit 64 km/h der Kopf und die Brust des Dummies hart auf das Lenkrad und in der Realität hätte das schwerste Verletzungen zur Folge gehabt. Der Beifahrer-Dummy wurde durch Teile des Fahrzeugs unter der Armaturentafel an Knie und Oberschenkel getroffen. Ja, die Beschädigungen waren so groß, dass sich die Tür sogar zum Fahrer nicht öffnen ließ. Und zusätzlich ist sogar für Rettungskräfte noch sehr gefährlich, denn es gibt keine Möglichkeit, das Hochvoltsystem des Autos spannungsfrei zu machen. Da gibt es normalerweise immer so einen Bereich, da knapst man rein und dann ist die Batterie sozusagen vom System getrennt. Das geht hier auch nicht. Also selbst wenn es nicht zu einem Unfall kommen sollte, ist das Fahrverhalten des Shuda sogar auch richtig kritisch zu beurteilen. Schon ab 70 km/h kam das Auto beim Ausweichtest aufgrund eben des fehlenden ESP, kein Wunder, ins Schleudern und ließ sich gar nicht mehr abfangen.
Gang. Dazu kommen noch eine relativ gefühllose Lenkung, sagt der ADAC, und ein langer Bremsweg, deutlich länger als sonst. Also das optische Erscheinungsbild ist durch zahlreiche Lackfehler und eine schlecht eingepasste Heckklappe ebenfalls dürftig. Ja, im Fahrzeug ist ein Akku mit 40 Kilowattstunden verbaut, der eine Reichweite von rund 200 Kilometern ermöglichen soll. Er kann aber wirklich nur sehr langsam mit 3 kW Wechselstrom oder eben 22 kW Gleichstrom laden. Das geht einigermaßen. Ja, und der ADAC kritisierte eben, dass der Hersteller eben genau diese vereinfachte Typgenehmigung jetzt für Kleinserien ausnutzt, um ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, das eben deutliche Defizite bei der aktiven, aber auch bei der passiven Sicherheit aufweist. Und der ADAC fordert den Gesetzgeber auf, diese Regelungslücke und dieses Schlupfloch zu beseitigen. So drastisch ist es. Deswegen sage ich euch, Finger weg von diesem Suda oder Schuda. Das Ding ist viel zu gefährlich. Die Renault-Gruppe hat eine nagelneue Mobilitätsmarke präsentiert. Ähnlich wie bei Hyundai, ne, so ein Ioniq, gibt es aber hier eine ganze Mobilitätsmarke mit dem Namen Mobilize. Und im Fokus sind umweltfreundliche Shared-Mobility-Lösungen für die Personen- und Güterbeförderung im urbanen Bereich. Also sprich, coole Lösung für die Stadt. Mit dem Prototyp EZ1 zeigt Mobilize sein erstes speziell für geteilte Mobilität in der Stadt konzipiertes Fahrzeug. Ich finde das wirklich genial. So ein schönes kleines Fahrzeug, da habe ich schon lange drauf gewartet. Und auch die Chefin von Mobilize ist begeistert. Sie sagt, wir freuen uns auf die Veränderung der Automobilwelt, die sich vom Besitz zur Nutzung verlagert. Über das Automobil hinaus wird Mobilize eine breite Palette an innovativen Dienstleistungen in den Bereichen Mobilität, Energie und Daten anbieten. Wir wollen die Autonutzung durch vereinfachte, nachhaltigere und erschwingliche Personen- und Gütermobilität maximieren und gleichzeitig die Umweltbelastung reduzieren. Finde ich auch interessant, weil viele reden ja davon, oder bei Mobilität spricht man ja auch davon, dass man versucht, sozusagen weniger individuelle Mobilität zu erreichen. Hier sagen sie ganz klar, sie wollen das maximieren, aber auch gleichzeitig die Umweltbelastung reduzieren. Ich meine, sagen wir das mal so, es könnte natürlich funktionieren, wenn man sagt, statt einem riesengroßen Fahrzeug, sagen wir so ein riesen SUV, wo nur eine Person drin sitzt, könnten ja vielleicht 2, 3 solche Fahrzeuge mit jeweils 2 Personen drin sitzen. Insofern könnte man die Fahrzeuganzahl erhöhen, ohne sozusagen den Raum, den die Fahrzeuge einnehmen, dann auch wirklich sozusagen auch damit drastisch zu erhöhen. Ich bin da mal ganz gespannt, was da bei Mobilize noch rauskommt hier von der Renault-Gruppe. Also ich warte ehrlich gesagt schon wirklich lange auf so ein kleines Elektroauto für die Stadt und der EZ1, finde ich, passt dafür perfekt. Das Elektroauto hat Platz für 2 Personen, ist voll vernetzt, verfügt über einen schlüssellosen Zugang und interagiert mit den Nutzern über das Smartphone. Also genau so, wie wir uns das von einem ganz modernen technischen Gerät wünschen. Abgerechnet werden allein die Fahrzeit oder eben die zurückgelegten Kilometer. Das heißt also sozusagen, ihr mietet es jetzt nicht, also da gibt es verschiedene Modelle, die ja noch kommen werden, das ist alles noch nicht ganz klar. Man kann es, glaube ich, auch fix monatlich mieten, aber muss man nicht, sondern man kann es dann schon so nutzen, wie man das von anderen Carsharing-Anbietern dann kennt, setzt sich da rein, holt sich eben hier per App kurz ein paar Kilometer oder fährt einfach los und es wird automatisch abgerechnet. Also in Berlin, wo ich ja auch jetzt hier bin, gibt es schon einige von diesen Anbietern. Ein paar sind auch schon wieder weg. Ja, es ist ein Kommen und Gehen und deswegen freue ich mich da auf Mobilize und ich finde halt eben dieses kleine Fahrzeug, ich habe immer schon gesagt, so ein smartartiges Elektrofahrzeug für die Stadt sollte es eigentlich noch viel, viel mehr geben, anstatt eben so Riesenfahrzeuge, die hier überall in den Städten rumfahren. Und der EZ1 ist 2,3 Meter kurz und beansprucht damit natürlich wenig Verkehrsfläche. Das ist genau der Sinn der Sache. Er verfügt als Alternative zum Laden sogar über ein Batteriewechselsystem. Sogar das ist als Option mit eingebaut. Und der EZ1 besteht laut Renault zu 50% aus recycelten Materialien und ist am Ende des Lebenszyklus zu 95% recycelbar. Also sind die Fahrzeuge von Mobilize eben nicht mehr einsatzfähig, werden sie von den Wartungs- und Recycling-Services in Renaults französischer Refactory übernommen. Ja, sie haben dazu eine eigene Fabrik und eignen sich die Batterien dann nicht mehr für den Einsatz im Fahrzeug, werden sie eben von Mobilize recycelt und erhalten dann ein zweites Leben als stationäre Energiequelle, als Pufferspeicher. Da benötigen wir ganz viel Batterien, da ist noch viel Luft. Mit Unterstützung der Renault-Gruppe, zu der da auch Dacia und Lada gehören, will Mobilize eine Reihe zweckmäßig konzipierter Fahrzeuge auf den Markt bringen, die eben modular, robust, zu 100% elektrisch sein werden.
Und sie werden dann für die Anforderungen eben im Carsharing, für Fahrdienste, aber auch für die Lieferung auf der letzten Meile ausgelegt. Und die Mobilitätslösungen sollen über die europäischen Renault-Händler dann für eine Nutzungsdauer von einer Minute bis zu mehreren Jahren eben in Städten und Gemeinden großflächig angeboten werden. Da gibt es dann verschiedene Angebote und ihr könnt euch aussuchen, wie intensiv, wie oft. Praktisch wie ein völlig frei konfigurierbares Abo-Paket. Mobilize wird auch in die Entwicklung eines Energieökosystems eben bestehend aus intelligenten Lade- und Energiespeicherlösungen investieren. Sie sagen selbst, diese eignen sich besonders für Smart Islands, Stadtteilprojekte oder Stadtentwicklungsprogramme mit dem Ziel eben CO2-Neutralität zu erreichen. Also das ist wirklich eine neue Marke, die die Dinge anders denkt. Das ist jetzt wirklich, deswegen nennen sie es auch neu und gliedern es nicht bei Renault ein, weil sie sagen, hier geht es nicht mehr darum, sich ein Auto zu kaufen. Es geht darum, wirklich mit verschiedenen Fahrzeugen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sich was zu mieten, wie unkompliziert zurückzugeben, flexibel, dynamisch und eben nachhaltig, voll elektrisch und so, dass auch in den Städten jetzt nicht unendlich viele Fahrzeuge alles verstopfen, sondern ganz im Gegenteil, es eher reduziert wird, zumindest was die Fläche angeht, wenn die Fahrzeuge kleiner werden. Ich weiß, viele von euch sagen jetzt, ja, das ist ja alles Idealismus und Spinnerei und ob das wirklich alles so funktioniert. Ich persönlich finde diese Zukunft von großen Städten, reden jetzt wirklich von großen Städten wie Berlin, Paris etc., ja, wenn da dann eben so eine Mobilität auf solche Fahrzeuge umgestellt wird, das finde ich viel freundlicher, viel lebenswerter für die Städte. Aber was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Schön, dass ihr mit dabei wart. Das war eine längere News-Ausgabe, war aber auch wichtig, gibt ja auch viel Neues. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das T-Shirt hier ist total geil, will ich auch kaufen, schaut mal unterhalb des Videos. Ich habe euch einen Link reingemacht zu meinem Shop bei imherzengrün.de und da könnt ihr dieses schöne T-Shirt auch in anderen Farbvarianten kaufen. Checkt das mal aus. Ich freue mich, wenn ihr in Zukunft wieder mit dabei seid. Also deswegen den Kanal unbedingt komplett kostenlos abonnieren, noch die Glocke drücken, dann bekommt ihr auch Benachrichtigungen, wenn wieder ein neues spannendes Video online ist. Also bis bald, bleibt gesund und passt auf euch auf.